No. Go. No. Go. Der Fußball-Podcast über Rapid und die Austria. Hallo und herzlich willkommen, hier ist NoGo mit Ausgabe 141. Servus Stefan. Hallo Markus. Ja, wir sind jetzt heute aufnahmetechnisch schon ein bisschen früher dran. War heute ein langer gemeinsamer Tag oder ist dann ein langer gemeinsamer Tag, Stefan? Kannst du noch gehen? Noch geht's, ich bin schon gespannt, wie morgen alles aussieht. Zwischenzeitlich habe ich mir ja ernsthafte Sorgen um dich gemacht, aber das könntest du später alles genauer hören. Aha, okay, gut. Also ja, ich habe mich jetzt nicht top gefühlt, aber es ging. Ja, naja, du bist dann teilweise langsamer geworden, dann hast du auf einmal eine Kurve sehr schnell genommen, wo ich mal dachte, okay, jetzt setzt er noch zum Zielsprint an, will mich überraschen. Das hast du aber dann aber schnell wieder aufgegeben. Das war nicht, das war einfach nur, um die Kurve ein bisschen enger zu nehmen. Es war nicht auf Speed bedacht. Ich glaube, ein bisschen Gas geben haben nur am Ende und außerdem wäre es ja irgendwie unfair zu sagen, okay, jetzt habe ich mir Kraft gespart und gebe Gas und wenn es möglich gewesen wäre, was es nicht war, hängt dich ab, wo du die ganze Zeit die Geschwindigkeit für mich gedrosselt hast. Also von daher, alles gut. Ja, genau. Also wir reden übrigens über den Viola Run 2024, an dem wir beide teilgenommen haben. Also auch der Markus hat teilnehmen dürfen, war einer der ca. 500 Läufer und LäuferInnen und ja, hat sich recht wacker geschlagen. Ja, es wie gesagt, es war in Ordnung. Wir hören eh noch, der Stefan war so, keine Ahnung, dreist, cool oder was wie auch immer man es beschreiben hat, während unserem Lauf so alle jede zweite Runde von uns beiden ein Statement aufgenommen. Das hört ihr jetzt dann gleich im Nachgang und vielleicht so auch der Folgentitel, Stefan, die Leiden des alten M. Ja, okay, passt. Ja. Aber dann würde ich sagen, hören wir es uns gleich an, oder? Ja, gehen wir gleich in die Vollen diesbezüglich. Wir sind jetzt in der zweiten Runde beim Viola Run. Das heißt, wir haben jetzt circa 1,5 Kilometer hinter uns. Markus, wie ist das Wertewohlbefinden? Ja, noch ist es in Ordnung. Trotzdem kann schon mal das Sauerstoffzelt aufgebaut werden für später. Aber ja, gut, wir sind auch dank mir sehr langsam unterwegs bisher. Aber lieber schauen, falls es geht, hinten raus noch ein bisschen Gas geben, als jetzt schon schlapp machen. Ja, also schauen wir mal. Ich bin noch fit wie ein Turnschuh übrigens. Aber es interessiert ja eh niemand. Ich laufe mit Markus. Turnschuh auch, aber ausklatschter. Lieber Markus, ich werde das Gefühl nicht los, dass du jetzt schon in der angebrochenen Runde 4 langsamer wirst. Na, jetzt hier gerade hier im Stadion Inneren bin ich auf jeden Fall schneller, um zu schauen, dass ich von dem violetten Zeug hier wieder runterkomme. Aber prinzipiell ist es schon noch okay. Ich glaube, wir haben unseren Schnitt leicht verbessert. Ja, und wie gesagt, hinten raus ist das noch ein bisschen Körner da sein. Und bei dir? Ja, du, ich lauf. Das ist nichts Besonderes. Aber sehr schöne Atmosphäre, muss ich sagen. Jetzt sind wir gerade bei der Westtribüne. Am Auswärtsblock geht's gerade vorbei. Schauen wir mal, ob wir da einen Rapid-Pickel sehen. Ich glaube nicht, oder? Ja, bestimmt sicher mehrere. Ja. Okay, das heißt, da müssen wir dann nochmal drüber gehen, um die zu entfernen, oder? Ja, wir sind du, wenn dann, ja. Jetzt hast du gerade unseren ersten Schlachtgesang für heute gehört. Ha? Schön, oder? Wunderbar. Brauchst du dich jetzt nicht an einen gegen Sprechchor anzustimmen, oder? Stefan, ich muss die Kräfte bei mir behalten. Es gibt wichtigere Dinge im Moment. Überleben. Genau. Wir sind gerade wieder Weg ins Stadion. An der Osttribüne, an der Fantribüne vorbei. Und Markus, schau, da oben, da stehen wir immer. Ja, ich sehe es eh. Aber ja, stimmungstechnisch glaube ich wie beim Match. Ich höre gerade irgendwie gar nichts. Aber ansonsten muss ich sagen, ein Drittel überstanden. Ich lebe noch, habe gesehen, die Rettung ist auch da. Alles gut. Ja, die Frechheiten, die du dir da leistest, ich glaube, du laufst ein bisschen zu langsam. Wir sollten einen Zahn zulegen, komm. Mach das, tschüss.
ich möchte hier festhalten, dass ich jede Runde mehr Stufen laufe als der Markus, weil ich bei der Stufen-Challenge mitmache. Ja, aber vorhin zu mir sagen, auf diese 5 Stufen kommt es an. Naja, ist ja so. Okay, ich merke, der Markus haltet sein Tempo. Vielleicht schaffen wir wieder, dass er ein bisschen schneller wird, indem wir ein bisschen inhaltlich sprechen. Und ihm, der Markus ist ja so ein Typ, wenn man ihm eine Karotte vor die Nase hält, dann wird er schnell und will die Karotte fangen. Deswegen halte ich ihn jetzt einmal den Meisterteller vor die Nase und frage ihn einfach, ob sich jetzt in der Länderspielpause die Meisterschaftschancen für Rapid in diesem Jahr gebessert haben oder erhöht haben. Also würdest du jetzt Geld auf Rapid wetten, dass sie Meister werden? Ja, also ich finde, das kann man schon riskieren. Wir sind gut unterwegs. Länderspielpause, ja, 1-2 gegen FAC, aber da irgendwie nichts auszusagen. Erstens Test, zweitens aus der Kampfmannschaft eh kaum einer teilgenommen an dem Match. Und ja, ich würde mich schon trauen, ein bisschen was zu setzen. Aber ich bin ganz bei Maggie Katze, von wegen, wir reden nicht über den Titel, wir machen ihn hoffentlich. Herr Austria hat auch getestet gegen Dreiskirchen, 3-1 gewonnen. Sagt wahrscheinlich auch nicht so viel aus. Aber ich meine jetzt da eigentlich den Abgang von Christian Ilzer. Ob sich dadurch deiner Meinung nach ein Meisterkandidat irgendwie selbst geschwächt hat und erst die Chancen für Rapid besser stehen. Du, es lässt sich jetzt ganz schwer sagen. Mal schauen, wer da als Nachfolger kommt, sowohl Richtung Schicker als auch Ilzer. Und der Kader ist ja trotzdem noch sehr gut, den Sturm hat. Natürlich, jetzt wird es sich wohl saumäßig viel ändern, wenn es sogar heißt, der Stefan gibt Gas und will das scheiß Handy vor die Nase. Schauen wir mal. Also ich glaube nicht, dass sich sehr viel bis jetzt geändert hat. Ich denke, wir werden dann 2025 mehr zu dem Thema sagen können. Naja, bist schon wieder sehr defensiv, muss ich sagen. Könntest du jetzt doch während dem Laufen, wo das Adrenalin so aus dir rausstößt, ein bisschen mehr trauen, deiner Mannschaft auch was zuzutrauen? Ich traue ja viel zu, aber hängt ja nicht nur von uns ab, sondern von vielen Faktoren. Punkt auch, die ganzen Verletzungen, die wir zuletzt hatten. Schaut jetzt besser aus, dass Jansson jetzt nach der Länderspielpause zurückkehrt. Aber der wird vielleicht auch weggehen und gar nicht mehr zurückkehren? Na, jetzt mitten in der Saison definitiv nicht. Im Sommer wird man schauen müssen, je nachdem wie auch weiter performt. Aber wir haben die Zügel fest in der Hand. Vertrag bis 2028, also da sollte man einen Haufen Kohle kassieren oder er bleibt einfach noch länger. Markus, 10 Sekunden, dann hast du die Hälfte hinter dir. Wie geht's dir, wenn du daran denkst, dass du noch einmal das Ganze vor dir hast? Ja, mentale Stärke ist mein Ding. Von daher, wenn wir schon da blasen, wenn du mich nicht animierst zu Zwischensprints, dann wird sich das gut ausgehen. Ja, jetzt kommen ja gleich die Stufen wieder, wo ich mehr laufe als du. Ja, viel Spaß. Wir halten jetzt bei genau 7 Kilometer Lauf und der Markus hat gerade mitgeteilt bekommen, dass es vielleicht doch nicht die Halbzeit war, sondern er die Runde noch fertig laufen muss, wenn die Zeit um ist. Also du könntest rein theoretisch länger als 90 Minuten laufen, weil ich glaube nicht, dass wir das so hintimen können, dass wir genau bei 90 Minuten über Startziel kommen. Ja, ist wie es ist. Die eine werden wir dann auch überleben. Aber wie eben schon gesagt, bin mir nicht sicher, ob das dann Belohnung oder Strafe ist. Jetzt kommen wir übrigens gerade bei der Austria-Trainerbank und Betreuerbank vorbei. Und jetzt der Spielertunnel. Sie keinen Helm. Und jetzt der Gäste. Ja, wir brauchen jetzt heute keinen Trainer. Wir laufen trainerlos, unser Tempo. Und das machen wir gut. Die Zeit, 51 Minuten haben wir hinter uns. Und wie ihr merkt, werde ich jetzt auch schon langsam kurzatmig. Aber wir leben noch. Puls 132. Das ist ja fast schon Ruhepuls. Okay, 35 Minuten geht's jetzt noch. Wir leben immer noch. Also 125 Puls. Also. Markus, du bist langsamer geworden. Ja. Okay, ich habe jetzt nur noch kurze Antworten. Nein, deswegen frage ich jetzt einmal, Markus, wie lange du warst jetzt da schon so lange? Du warst jetzt da schon länger in deinem Leben näher am Austria-Spielfeld als am Rapid-Spielfeld. Ja, also, na, ich habe da schon Stadiontouren im Hanapi bzw. Weststadion gemacht. Also so. Ja, aber du laufst so langsam, dass wahrscheinlich die Zeit in der Nähe des Spielfelds schon ein Vielfaches ist von deiner Zeit im Rapid-Stadion. Na, sicher nicht. Aber ja, ich schaue ja immer, dass wir innen so schnell wie möglich wieder rauskommen.
zählt nach wie vor, auch wenn es schwerer und schwerer fällt. Ja, der Wille zählt. Genau. Ich glaube, es gelingt jetzt nicht mehr so gut wie am Anfang. Aber ja, wir sind nämlich jetzt schon wieder vor der Osttribüne. Schau, Markus, da stehe ich. Ja. Falls du dich nicht daran erinnern kannst. Also ich stehe jetzt nicht, ich laufe gerade, ja. Aber da stehe ich immer, wenn mein Spiel ist. Ja. Aber dieses lange Reden ist schon sehr anstrengend während dem Laufen. Aber wahrscheinlich geht es so, wenigstens mein Puls ein bisschen in die Höhe. Ja, genau, 134 habe ich jetzt schon. Also vielleicht sollte man einfach mehr reden, dass wir ein besseres Workout-Ergebnis haben. Und Markus, du musst was trinken jetzt bei der nächsten Station, weil du spuckst mir schon zu viel. Du musst schon innerlich ausgetrocknet sein. Na dann, wenn der Experte das sagt, dann trinken wir was. Ja, okay, wir melden uns dann wieder. Prost, Markus. Ja, hau rein. Jetzt gebe ich dir nichts mehr zum Trinken, Markus, weil du wirst ja immer langsamer und ruhiger. Kämpfe in Rapid, kämpfe. Ach, voll. Bitte nicht da und bitte leiser. Na, vielleicht treibt mich ja jemand noch von hinten an. Ja, vielleicht musst du einen Lauf schneller laufen, ja? Ja, kämpft mich durch. Aber diese letzte 2-3 Runden werden wir jetzt auch noch schaffen. Ja, Viertelstunde noch. Ja, muss man durch. Ich habe mir gedacht, in der letzten Runde könnt ihr ganz eigene Kräfte, also in der letzten Viertelstunde, könnt ihr ganz eigene Kräfte freisetzen, aber davon ist irgendwie nichts zu spüren. Also ich bin noch am Start. Ja, der, am Start ist gut. Ja, der Körper schreit nein, der Kopf sagt muss und ja. So, es ist soweit. Finish. Wir gehen jetzt in die letzte Runde. Und der Markus merkt gerade, dass er noch nichts gegessen hat heute. Ja, leider, leider. Aber warum ist mir lieber als Seitenstechen, habe ich gedacht. Jetzt spüre ich schon ein bisschen. Aber die letzte Runde werden wir jetzt auch noch durchbeißen. Ja. Passt. Und ich werde wahrscheinlich als erstes ins Ziel laufen. Also in der letzten Runde geht es um alles. Okay, Markus. Wir laufen jetzt das letzte Mal im Zuge des Viola Runs 2024 durch die Generali Arena. Durch das schöne, wunderschöne Rohrstadion. Wir kommen jetzt gleich zur violetten Laufbahn. Wieder vorbei an der Osttribüne. Markus hat einen Grinser im Gesicht. Ja, das kann man. Wie blöd grinse ich, ja. Das kann man. Innerlich. Er freut sich aber, glaube ich, schon, weil es gleich zu Ende ist. Ja, auf jeden Fall. Macht drei Kreuze. Sauerstoffzelt steht bereit. Frauen und Hunde sind schon wieder da. Und dann irgendwie endlich so ein Gipfel essen. Okay. Ja, wir haben jetzt eine Minute 89. Das heißt, wir laufen jetzt noch einmal gemeinsam durchs Stadion und dann kommt es zum Zielsprint und schauen wir mal, wer dann zuerst im Ziel ist. Ich bin gespannt und ihr dürft das auch sein. Ja, ich bin auch schon gespannt. Ich habe schon eine Vermutung. Und ja, so viel steht fest, ich bin vor Markus ins Ziel gekommen, weil das ja die Abschlussfrage der Aufnahme war. Ich habe es geschafft und bin, glaube ich, auch 15 Plätze vor dir circa durch meinen Schlusssprint. Echt? Für die 5 Meter bis dann 15 Plätze vor mir? Okay. Ja, wie auch hättest du gemerkt, was das alles ausmachen würde. Es sei dir gegönnt. Ich habe gehört, manche einer hat vor der letzten Runde extra noch langsamer gemacht, damit er die nicht machen muss. Wir haben natürlich voll durchgezogen und am Schluss immerhin noch ein bisschen, soweit es mir möglich war, Gas gegeben. Auf Social Media sind wir ja auch schon draußen mit dem Thema, da haben wir auch schon die Rückfrage gekriegt, wie kann man sich als Rapidler sowas antun, beziehungsweise wie kann man als Rapidler bei so einem violetten Event mit dabei sein. Erstens, ja, Stefan und ich sind Art 1 ja mittlerweile Freunde, gute Freunde und ich glaube fast jeder, vor allem jetzt unsere Zuhörer, wird irgendwelche als violetter Grünen Arbeitskollegen, Freunde, Verwandte, Familie irgendwas haben und genauso umgekehrt. Also von daher, warum nicht? Zudem habe ich es halt einfach im Tippspiel an der entscheidenden Stelle verschissen, wenn ich das einfach sagen darf. Deswegen war ich eben verpflichtet, daran teilzunehmen. Wettschulden sind Ehrenschulden, wie alle unsere Sachen, die wir schon gehandhabt haben und die noch kommen. Plus Stefan hat ja auch dann sein, ja, kleines Accessoire tragen müssen beim Viola Run und eben mit unserer grünen No-Go-Haube. Also von daher war jetzt nicht ganz ausgeglichen, würde ich sagen, aber jeder hat sein Packerl zu tragen gehabt, Stefan, oder? Ja, ich meine, ja, man braucht da jetzt auch nicht heiliger als der Papst sein, aber war jetzt da nicht so eine schlechte Veranstaltung. Ich meine, war ganz lieb, waren ein paar Legenden da, war coole Stimmung mit den Stadionsprechern, wenige Zuschauer, dafür viele Läufer und auf der Strecke war eine gute und faire Stimmung vor allem
Und ich denke mal, da braucht man sich jetzt auch nicht genieren, wenn man da als Rapidler mitläuft, weil... genieren ja eh nicht, ja. Hat die irgendwer was getan? Also ich glaube jetzt nicht, dass da die Stimmung so explosiv wäre, dass es in irgendeiner Sekunde gefährlich gewesen wäre. Ich meine, deine Frau war mit der Rapidhaube am Viola Run. Ja, aber, ja, okay, aber mit der schwarzen, mit dem kleinen, nur Emblem vorne drauf, also ich glaube, das war halbwegs inkognito noch, nee, war auf jeden Fall alles gut organisiert und, ja, dem manch einen wird taugen, dass ein Rapidler auch mit dabei war, vielleicht auch von Violetter Seite, manch einem nicht, ja, für uns steht sich's einfach dafür, das zeichnet Nogo auch mit aus und an dieser Stelle noch liebe Grüße an Veilchen92, den wir dann auf unseren Runden getroffen haben, der uns im Nachgang dann auch fototechnisch zur Verfügung stand. Ja, vor allem hat uns angefeuert und das war dir vor allem sehr wichtig, weil du ja schon auf den letzten, die letzte Kraft Reserven mobilisiert hattest. Ja, ihr habt es jetzt ja eben gehört, ganz so schlimm, wie der Stefan meint, war es vielleicht auch wieder nicht. auf jeden Fall, ich bin stolz, all die 90 Minuten voll durchgezogen, überlebt zu haben, sagen wir so. Und damit ist die Geschichte jetzt mal fürs Erste abgeschlossen. Und falls es irgendwann endlich mal wieder einen Rapidlauf gibt, werden wir den Stefan auch dort in Action sehen, weil auch dazu ist er eigentlich schon mal tipptechnisch zwangsverpflichtet. Aber bis jetzt gibt es in Hütteldorf dazu noch keine News und in den letzten 2 Jahren keinen Run. Die haben Angst, dass ich den Lauf gewinne, aber ja, vielleicht. Zu Recht. Gut, von unserem sportlichen Heldentaten, Stefan, zu den sportlichen Heldentaten, die jetzt in Grün, Weiß und Violett zuletzt getätigt wurden. Genau. Unsere Herren haben ja jeweils Testspiele gehabt. Das haben wir ja auch schon während dem Laufen kurz besprochen. Die Austria hat, wie gesagt, jetzt auch nochmal ganz ruhig, ohne hektisches Atmen dazwischen, gegen Dreiskirchen gespielt, 3-1 gewonnen. Benefizspiel gewesen. War, glaube ich, auch ein sehr schöner Rahmen. Tore durch Ragusch und Wustinger und ein Eigentor auf Seiten der Dreiskirchner. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur die Zusammenfassung gelesen. Und wenn man da. Und mittlerweile weißt du die Torschützen auch. Mittlerweile weiß ich die Torschützen auch. Und wenn man da so zwischen den Zeilen liest, war die Austria schon klar überlegen, aber die Tore entstanden jeweils aus Elfmetern. Also Ragusch hat den zweiten Elfmeter geschossen, Wustinger den ersten Elfmeter. Ein Eigentor aus Elfmeter, okay, das muss man dann vielleicht auch mal die Highlights anschauen. Der eigene. Ja, bitte. Bitte sei jetzt schon wieder so genau. Nein, jetzt hast du mich wieder aus dem Konzept gebracht. Aber ist egal, ich mache weiter und lass mir einfach nichts anmerken. Was ich sagen wollte, ist, dass natürlich man da. Also Huskovic hat auch ein Tor geschossen. Das wurde aber aberkannt wegen Abseits. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass wenn man 3 Tore schießt und ein Eigentor und 2 Elfmeter, dann merkt man halt, dass das Herausspielen der Chancen wahrscheinlich, dass es daran wieder gehapert hat, wobei man auch sagen muss, dass aufstellungstechnisch her da schon einiges probiert wurde und nicht jetzt der erste Anzug gespielt hat, weil ja da auch einige auf Länderspielpausen waren, im Länderspieleinsatz waren, beziehungsweise auch geschont wurden. Also der Tormann Shahin Radlinger wurde geschont zum Beispiel. Da spielte Mirko Kos und dann gab es noch ein Debüt. Und ja, also meiner Meinung nach ein Testspiel, wo sich die zweite Garnitur unter Anführungszeichen vielleicht ein bisschen ins Rampenlicht spielen hätte können, dürfte anscheinend nicht so sehr gelungen sein, aber im Großen und Ganzen ging es ja dort auch um was anderes und jetzt nicht um den Sieg an sich. Das war natürlich schön und erwartbar, aber schön war auch, dass eben Handel und Pazurek ihr Comeback gefeiert haben, dass Wustinger wieder mal gespielt hat, also dass man auch so aufstellungstechnisch einiges gesehen hat und weil ich davor so gestottert habe, weil ich jetzt die Liste gesucht habe, jetzt habe ich sie gefunden, Schaun Radlinger, Dragovic, Calvao, Wiesinger und Nick Prelitz erhielten eine Pause, Cristiano war erkrankt und Barry Martins, Peres Winlöf und Maybach waren für das Nationalteam oder für ihre Nationalteams unterwegs. Ja,
Auf Rapid-Seite wurde ebenfalls getestet. Da gab es im Trainingszentrum ein Match gegen den FAC. Und dabei gab es eine 1-2 Niederlage. Zur Pause hat Rapid geführt mit 1-0. Bischoff in der 10. Minute den einzigen grün-weißen Treffer markiert. Hier war es jetzt ähnlich wie bei der Austria, dass eigentlich von der wirklich ersten, sagen wir, Einser-Garnitur der Kampfmannschaft eigentlich nicht viel bis nicht zu sehen war. Eben genannter Bischoff war ja in letzter Zeit öfter mal jetzt noch mit dabei, nachdem im Sturm ja hier und da die Probleme gab. Ansonsten mit Abstrichen noch Lang, der dann mit dem Einsatz war. Ansonsten war es eigentlich mehr teils zweier Teams, teils eben der zweite Anzug von Rapid. Nichtsdestotrotz ließ sich natürlich 1-2 nicht so schön, aber war eben auch hier nur ein Testspiel und vorrangig ging es darum, dass der zweiten Garde eben hier Spielpraxis gegeben wurde. Hat ein bisschen Vibes vom Stripfing-Cup-Match, wo ja auch so stark rotiert wurde und es dann im Endeffekt nach 1-0-Führung noch in die Hose ging. War jetzt wie es ist und auch da haben eben viele länderspieltechnisch beziehungsweise durch Belastungssteuerung einfach gefehlt. Die jetzt alle aufzuzählen wäre zu viel. Und schauen wir einfach, Stefan, würde ich sagen, was haben denn unsere Frauen abgeliefert, weil die waren pflichtspieltechnisch am vergangenen Wochenende im Einsatz. Genau, die Austria-Frauen haben in der Frauen-Bundesliga gespielt und zwar gegen Sturm Graz, also gegen die Sturm Graz-Frauen und sind über ein 0-0 nicht hinausgekommen. Sturm hat es nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Die Austria hat es ebenso wenig geschafft, deswegen ein gerechtes Unentschieden. Die beiden Mannschaften haben sich eigentlich super neutralisiert im Mittelfeld und somit steht es jetzt tabellarisch ein bisschen, also sieht es tabellarisch so aus, dass die St. Pöltener Frauen jetzt schon wieder enteilt sind durch die Punkteverluste der Austria-Frauen in den letzten beiden Runden. St. Pölten ist Erster mit 29 Punkten und die Austria ist Zweiter mit 22 Punkten. Die Austria hat jetzt zweimal unentschieden gespielt gegen die Vienna und gegen Sturm eben. Und die Vienna ist auch Dritter mit 20 Punkten, hat sich auf 2 Punkte an die Austria herangearbeitet und dann kommt ein bisschen ein Respektabstand zu Platz 4, wo sich Sturm Graz gerade befindet mit 15 Punkten. Wenn ich es recht im Kopf habe, hat St. Pölten, glaube ich, auch noch ein Spiel weniger und von dem Anführungszeichen. Nein, St. Pölten hat genauso viel Spiele. Okay, großkotzig, was wir schon gemeint haben, dass die Nummer 1 in Wien, was ja letztes Jahr schon deine Vorgabe war, sag ich mal, jetzt an die Austria-Frauen. Das sah ja sehr gut aus und jetzt auf einmal ist es doch wieder ziemlich knapp. Ja, wobei man da auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen muss. Die Austrianerinnen haben erst einmal verloren in dieser Saison. Das war eben, sie haben gegen die Vienna verloren, Entschuldigung, sie haben nicht gegen St. Pölten verloren, gegen St. Pölten haben sie unentschieden gespielt. Sie haben gegen die Vienna verloren und jetzt eben gegen Sturm ein Unentschieden gespielt, nach dem grandiosen 1-1 gegen St. Pölten in St. Pölten gab es jetzt quasi zwei Dämpfer, wobei nach Niederlage ein Unentschieden gekommen ist. Da muss man die Kirche jetzt auch ein bisschen im Dorf lassen, weil die Austria verzeichnet 6 Siege, 4 Unentschieden, eine Niederlage. Die Vienna hat schon 3-mal in dieser Saison verloren. Also so ist es nicht. Aber trotzdem, ja, punktetechnisch hast du vollkommen recht, ist die Vienna auf 2 Punkte herangeeilt. Trotzdem mache ich mir da jetzt da wenig Sorgen, weil so gut wie die Austria-Frauen derzeit drauf sind, denke ich, dass die da jetzt nichts anbrennen lassen wollen. Und das nächste Spiel hat ja die Vienna St. Pölten zu Gast. Also das wird jetzt da auch kein Selbstläufer für die Vienna Frauen. Und die Austria spielt gegen die LASK Frauen, die derzeit am Tabellenende zu finden sind. Mit 6 Punkten nur, mit 9 Niederlagen und 2 Siegen. Also da sollte es auch schon wieder zum nächsten Sieg reichen eigentlich für die Austrianerinnen, wenn sie vorne weiterhin bestehen wollen. Ja, aber mehr zum Sturmspiel jetzt, zum vergangenen, bekommen wir von einem Experten serviert, Stefan. Genau, der Sargon ist uns wieder Rede und Antwort gestanden. Sehr nett, dass er das gemacht hat, weil er derzeit auch nicht gerade wenig zu tun hat, aber hört selbst, wie er das Spiel der Austria und auch das Spiel seiner Sturmfrauen einordnet. Lieber Sargon, danke, dass du dir wieder Zeit für uns nimmst und unsere Fragen beantwortest. Zum einen würde uns interessieren, wie zufrieden bist du mit dem Punktegewinn in Favoriten? Bin ich schon sehr zufrieden.
weil wir ganz einfach gegen einen sehr, sehr starken Gegner auswärts gespielt haben. Und wenn ich mir allein nur die Qualität im Kader anschaue, beziehungsweise die Startaufstellung gegen uns mit einer Wenninger, Schichtl, Kirchberger, Brunnenberg, Volkmar, Trindl und Co. Dass wir dann so ein Spiel abliefern, vor allem mit so einer Leistung, bin ich, um ehrlich zu sein, sehr zufrieden, ja. Auf der Austria-Homepage ist von einem gerechten Unentschieden zu lesen. Wie beurteilst du das 0:0? Also ich sehe es ganz genauso, dass das Unentschieden sehr gerecht ist und sehr in Ordnung geht. Das Spiel hat sehr, sehr viel im Mittelfelddrittel stattgefunden, weil sich ganz einfach zwei Mannschaften, neutralisiert haben. Die zwei Matchpläne sind gut aufgegangen und beide Mannschaften haben es geschafft, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Wir hatten vielleicht noch die größte Chance im ganzen Spiel mit der Kreuz Julia in der ersten Halbzeit. Aber alles in allem geht das Unentschieden in Ordnung, ja. Die Austria-Damen haben in diesem Match wieder einmal gezeigt, dass es nicht einfach ist, gegen sie zu treffen. Was glaubst du, macht die violette Defensive so stabil? Wenn du dir anschaust, welche Spielerinnen in der Defensive die Austria hat, ich meine, wenn ich mir jetzt nur anschaue, Wenninger, Schichtl und Kirchberger, ja, egal ob sie jetzt Dreierkette spielen oder Viererkette und die Schichtl auf der Sechs davor, du hast in deinen eigenen Reihen hast du drei Spielerinnen, die gemeinsam über 300 A-Länderspiele für Österreich haben. Also wir reden hier von über 300 Länderspielen und das nur drei Spielerinnen in der Defensive. Ich glaube, wenn ich alle Spielerinnen der ganzen Bundesliga zusammenrechne, haben die vielleicht nicht einmal 300 Spiele für das A-Nationalteam. Also ich denke, das ist sehr, sehr einfach erklärt, wenn ich solche Spielerinnen habe, mit so einer Erfahrung und mit so einer Routine, dann ist es logisch, dass man sehr, sehr schwer Tore erzielt gegen diese Defensive. Es stehen jetzt heuer noch zwei Pflichtspiele an. Was sind die Ziele deines Teams dafür? Wie fordernd ist es, dass es zum Abschluss 2024 und zu Beginn des neuen Jahres dann im Cup jeweils gegen St. Pölten geht? Meinst du, dass ihr ihnen mal ein Bein stellen könnt? Also unser Ziel ist es immer, dass wir in das nächste Spiel so reingehen, dass wir uns top vorbereiten und dass wir drei Punkte holen wollen, egal gegen welchen Gegner. Weil wir gehen ja nicht in ein Spiel rein und sagen, heute wollen wir nur knapp verlieren oder heute wollen wir nur ein Unentschieden holen. Also wir bereiten uns ja auf jeden Gegner so vor, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Und bezüglich St. Pölten, ich finde es einfach nur sehr, sehr gut und sehr schön, dass wir uns gegen das beste Team der letzten 10 Jahre messen können, weil das bringt auch unsere Mädels und das Team weiter, wenn sie sich gegen die Besten messen können. Und deswegen freue ich mich extrem auf diese Spiele. Und natürlich ist es unser Ziel, dass wir ihnen mal ein Bein stellen können. Dafür muss aber sehr, sehr viel zusammenpassen an diesem Tag. Und wir hoffen dann natürlich, dass es an einem von diesen zwei Tagen dann auch so sein wird. Was hältst du allgemein von der sehr langen zweimonatigen Winterpause? Siehst du das eher positiv oder negativ? Ja, und bezüglich der Winterpause ist es ganz einfach so, dass in der Frauenbundesliga halt nicht sehr, sehr viele Spiele stattfinden. Die Liga ist halt auch jetzt nicht so groß. Aber wenn ich das vergleiche mit letzten Jahr, dann ist es dieses Jahr sowieso unter Anführungszeichen kürzer, die Wintervorbereitung, weil wir auch früher anfangen. Letztes Jahr hatten wir nur 18 Meisterschaftsspiele plus Cup. Also jetzt haben wir eh schon mehr in diesem Jahr. Aber ja, man muss es so hinnehmen, wie es ist und die Liga gibt es so her. Genauso auch die Bedingungen von der Liga und die Umstände, weil ganz einfach 80% der Liga nicht professionell Fußball spielen von den Mädels und deswegen muss man sich natürlich auch anpassen und deswegen geht das auch in Ordnung von der Anzahl der Spiele und von logischerweise halt von der langen Wintervorbereitung. Danke, Saron, für deine Zeit und die wie immer fundierte Beantwortung deiner Fragen. Wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft und alles Gute auch für deine jetzt neue Aufgabe. Ja, vielen lieben Dank, Saron. Schön,
Stefan sagt immer so schön, wir sind der Podcast der Gästeteams, wenn es um Expertenmeinung geht oder Stellungnahmen. Aber wir wünschen ihm auf jeden Fall auf diesem Weg, nachdem es jetzt in den nächsten Wochen und nicht gegen Rapid oder die Austria geht, viel Erfolg, weil er wird gemeinsam oder als Co. von Jürgen Sommer jetzt erstmal Sturm übernehmen, nachdem ja der Herr Ilze sich nach Hoffenheim verschüsst hat, und auf diesem Wege Gutes gelingen, und wir hoffen, er kann sich weiter profilieren. Genau, und sein zweiter Co-Trainer ist Michi Madl, ein ehemaliger Austrianer, also ist schon eine Mischung, eine Trainer-Team-Mischung, die schon auch erfolgsversprechend ist, wobei wahrscheinlich ja auch nicht für lange Zeit, sondern nur interimistisch. Da muss schon, glaube ich, sehr viel passieren, dass das Trainerteam um Jürgen Säumel jetzt da weiterarbeiten darf. Wir werden sehen, wie es da alles weitergeht. Die haben ist ja auch nicht unser Thema, nein, weil wir nicht. Ja nicht die Experten von Sturm sind. Nein, da gibt es ganz nicht, andere Podcasts, die das besprechen könnten. Genau. Aber wir könnten auch natürlich auch noch blicken auf die Rapid-Frauen. Die waren cup-technisch im Einsatz, und zwar in der Vorrunde des Wiener Frauencups, haben es dort mit der DSG Alxingergasse zu tun gehabt. Und sie konnten sich klar mit 6:0 am Raxplatz durchsetzen. Schon in der ersten Hälfte wurden die Weichen sehr, sehr schnell gestellt. Masinovic per Doppelpack, dann König schon nach 17 Minuten das 3:0 markiert. Wieder Masinovic schon in der 21. 4:0 und Rammel kurz vor dem Pausenpfiff zum 5:0. In der zweiten Hälfte wurde dann die Gangart der Gastgeberin etwas mehr auf ruppig gestellt. Es gab zahlreiche Unterbrechungen und Fouls. Und so gab es dann auch den Schlusspunkt durch einen Elfmeter nach einem Foul. Und Jasmin König hat hier souverän zum Endstand getroffen. Und Endstand dann eben 6:0. Damit ist man jetzt diesbezüglich weiter und bekommt es jetzt dann mit der SU Schönbrunn zu tun. Dazu kommen wir dann nachher im Tippspiel wieder dazu, wird dann das letzte Pflichtspiel der Rapid-Frauen in diesem Jahr sein. Genau, das war's dann mit unseren Frauen. Wie machen wir weiter, Markus? Ich würde sagen... Du hast heute die Regie, weil ich habe jetzt genug Regie gemacht in den letzten Monaten. Ja. Aber wer es noch nicht gesehen hat, wie gut der Stefan Regie führt, der kann gerne noch unter... Karussell.wien nachschauen. Ja. Es gibt immer noch Tickets für das Theaterstück, das derzeit im Theatercenter Forum aufgeführt wird, Stefan. Bonjour, oder? Könnten wir bitte beim Text bleiben? Ja, schaut euch das an. Es ist sehr lustig. Wir haben wirklich bis jetzt äußerst positive Resonanz bekommen und wirklich gute Kritik. Und es könnte vielleicht sogar eine Überraschung auf euch warten, wenn ihr am 19.11. kommt, zum Geburtstag der Austria. Könnte. Okay, dann auf jeden Fall ist da unser Tippspielgewinner des Vormonats zu Gast, der durstige Wolf, nicht hungrige Wolf, der durstige Wolf. Vielleicht ist er hungrig auch. Ja, vielleicht, wer weiß. Und bis 23.11. wird das Stück eben noch gespielt und ihr könnt mit dabei sein. Und Stefan wird sich sehr freuen und gerne auch auf ein Hallo und ein gemeinsames Foto vorbeikommen. Genau. Gut, Stefan, ich würde sagen, lass uns schauen auf die Zweierteams. Jawohl. Wie sieht es denn da die Lage derzeit so aus? Soll ich wieder beginnen? Bitteschön. Okay. In der Regionalliga Ost ist ja schon Winterpause. Also die Meisterschaft, die erste Hälfte der Meisterschaft ist vorbei. Man steht derzeit bei 25 Punkten nach 15 absolvierten Spielen und das bedeutet Platz 6 in der Regionalliga Ost, wobei man sagen muss, an die Tabellenspitze fehlen genau 3 Punkte. Da ist derzeit der KSC, der Krems SC, nicht Karlsruhe, keine Angst, Markus, die spielen noch nicht in der Regionalliga Ost, Punkte gleich mit Oberwart, jeweils 28 Punkte, dann gibt es die Machfeld, Donauauen und Neusiedl mit 27 Punkten, Donaufeld mit 26 Punkten und dann kommen schon die Young Violets mit 25 Punkten, das heißt Platz 6, obwohl nur 3 Punkte hinter dem ersten, das zeigt, wie eng es dazugeht, und dann sind schon 6 Punkte Abstand auf den 7. die Verfolger, die TLW Elektra derzeit anführen. Und warum sage ich mäßig geendet? Weil dass man hätte meiner Meinung nach schon auch als Erster in die Winterpause gehen können. Man hat es verabsäumt, in den letzten beiden Runden den Sack zuzumachen. Da gab es jeweils knappe Niederlagen gegen den ASV Siegendorf und eben gegen Dreiskirchen, wo die Kampfmannschaft ja vergangenes Wochenende nochmal gespielt hat.
1-2 Niederlagen jeweils und davor gab es den letzten Sieg gegen Mauerwerk, auch ein 1-2, ein knapper Sieg und ja, gegen Elektra, also einen direkten Tabellennachbarn, hat man auch nur unentschieden gespielt. Also man hätte da schon noch weiter vorne landen können, meiner Meinung nach. Das Spielglück war einerseits nicht auf unserer Seite und andererseits dann auch ein bisschen ein Vermögen. Und man darf ja nicht vergessen, dass da ja nicht nur dass da nicht immer nur dieselbe Mannschaft spielt. Es gibt ja schon einen Mannschaftskern bei den Young Violets, aber ein Maybach zum Beispiel war ein Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, der hat im letzten Spiel wieder ausgeholfen, hat nichts geholfen. Konstantin Alexa hat ja in der Kampfmannschaft 2-3 Einsätze gehabt, aber noch nicht viele Minuten, das stimmt schon, aber doch einige Einsätze und auch ein tolles Assist geliefert, ist aber dann trotzdem eben bei den Young Violets im Herbst noch hängen geblieben und eingesetzt worden. Und die Young Violets haben aber auch eben mit Verletzungen zu kämpfen von ehemaligen oder von letztjährigen Stammspielern noch. Zum Schluss war zum Beispiel auch Hosiner nicht verfügbar. Also sechster Platz, 3 Punkte auf den ersten Platz. Das heißt, rein theoretisch ist ein Aufstieg noch möglich. Und ja, mal sehen, was das Frühling bringt, wenn sie weiter so spielen oder wenn sie wieder auf die alten Stärken sich konzentrieren können, dann wird das eine erfreuliche Rückrunde werden. Ja, das heißt, wie realistisch wahrscheinlich ist es für dich, dass dann doch noch der Aufstieg gelingt oder wirklich angepeilt wird? Meinst du, er wird wie irgendwo avisiert? Weil es gibt ja hier und da schon die Gerüchte bezüglich Stripfing, wo ja Alex Grünwald immer jetzt noch in Doppelfunktion Sportdirektor oder ja, Sportchef ist und jetzt auch im Moment Trainer, dass vielleicht in diesem Jahr entschieden wird zum Ende vom Jahr, dass die Kooperation eingestampft wird. Ist natürlich für mich die Frage, wird wahrscheinlich dann in diesem Jahr entschieden für Ende der Saison. Und wenn die Young Violets jetzt in so einer guten Lage sind oder Ausgangslage sind, könnte es wirklich sein, dass man sagt, okay, wir pushen hier so hart, um dann mit den Young Violets wieder zweite Liga zu sein. Genau, das kommt, da spielen ganz viele Faktoren mit, eben wie du gesagt hast, wie es mit Stripfing weitergeht. Da gibt es eben die Gerüchte, dass da der Kooperationsvertrag gekündigt werden soll, aber man weiß noch nichts Offizielles und die Austria hält sich ja bedeckt. Man weiß ja auch nicht, wie es da jetzt im Dezember weitergeht. Bis 14. Dezember hat ja die Austria das Rückkaufsrecht der Anteile von Jürgen Werner, wird ja angeblich angestrebt, das auch zu tun. Mal sehen, ob es bis dahin jetzt einmal News noch gibt. Derzeit gibt es keine News. Und ja, und dann kommt es halt auch darauf an, auf die Lizenz. Eine Mannschaft in der zweiten Liga kostet mehr als eine Mannschaft in der Regionalliga, alleine wenn man sich die Reisekosten anschaut. Und da ist dann halt die Frage nach der Ausrichtung. Macht man mit Stripfing weiter, sucht man sich vielleicht einen anderen Korruptionspartner, wollte ich jetzt sagen, Kooperationspartner in der zweiten Liga. Das kann ja natürlich, das ist ja auch ein gangbarer Weg, den man nehmen könnte. Oder bleibt man dabei, dass die Young Violets eben in der Regionalliga Ost spielen und die Kampfmannschaft in der ersten Liga und man hat dann halt einen Riesensprung zwischen Regionalliga Ost und erster Liga. Was ich dazu noch kurz sagen will, ist, wir wissen ja alle, dass es ganz oft so ist, dass die zweiten Zweierteams einige Ligen weiter unten spielen und nicht in der zweiten Liga. Also davon hat ja das war ja für die Austria eigentlich immer ein Luxusproblem, dass man da die erste Mannschaft in der Bundesliga hat und die zweite Mannschaft in der zweiten Liga. Die Young Violets waren ja da ein Fixposten in der Liga 2 für viele Jahre. Das, was eben jetzt Rapid hat. Also ich sehe das jetzt nicht so als Tragik, wenn man zum Beispiel jetzt da auch keinen Kooperationsverein in der zweiten Liga hat, weil man kann ja Spieler zwar nicht so flexibel zurückholen, wie wenn sie Kooperationsspieler sind, aber trotzdem mit Leihgeschäften kann man ja Talenten dann auch noch Entwicklungszeit in anderen Mannschaften geben, vielleicht sogar in Bundesliga-Mannschaften, die dann in die Kampfmannschaft hochgezogen werden können und dort dann einschlagen. Also das ist ja, das sind alles Ansichtssachen, das sind alles Auslegungssachen und vor allem Strategie- und Geldfragen. Und ich glaube halt, dass der Finanzvorstand, der Harald Zagicek, vielleicht gar nicht so unglücklich ist, dass man kein Team in Liga
2 hat, was man da finanzieren muss und mit der Regionalliga derzeit ganz glücklich ist. Man hat die Lizenz in erster Instanz bekommen. Das muss das Ziel sein, auch im nächsten Jahr. Und ich glaube, das muss auch vordergründig jetzt einmal abgeklärt werden, welche Strategie will man zur Lizenz hin und wie will man die Kosten darstellen und dann auch die Erlöse darstellen, weil sonst wird das mit der Lizenz nichts und dann brauchen wir uns über eine Zweiermannschaft gar keine Gedanken machen. Okay, schauen wir mal, wie es diesbezüglich weitergeht. Ich meine, auch aus Kostengründen gab es nicht sowas, wenn ich das kurz einflechten lassen darf, in Karlsruhe auch, wo man die zweite Mannschaft damals abgemeldet hat. Jetzt hätte man händeringend oder hat man sie wieder an den Start gebracht und kämpft sich mühsam wieder hinauf. Ist natürlich wie du schon gesagt hast, für die Talente dann schon ein großer Sprung, eben halt aus einer niedrigen Liga dann irgendwie da im Karlsruher Fall in die zweite Liga dann Fuß fassen zu können. Und wenn man dann halt wirklich dieses, sag ich mal, erste, zweite Liga als Idealfall, vielleicht erste, zweite, dritte Liga, wie sie Austria derzeit hat, auch sehr cool, müssen sich die Verantwortlichen halt im Klaren darüber sein oder ihre Meinung klar haben, wie groß sie den Sprung erachten und ob sie sagen, okay, ob jetzt Regionalliga oder zweite Liga ist nicht der immense Unterschied. Ja, ich glaube, das sieht jedes Team teilweise ein bisschen anders oder jeder Verein. Genau, also in erster Linie eine Geldfrage, in zweiter Linie dann eine Strategiefrage. Aber Liga 2 ist mit Rapid 2, also in Liga 2 ist Rapid 2 vertreten, das wollte ich sagen. Wie geht es denn denen? Ja, Rapid 2 und die sind auf Platz 7, eigentlich ähnlich wie du es gesagt hast, also hätte da auch... Oder es war zwischenzeitlich schon besser, wobei man sagen muss, als Zweierteam hat man wirklich mit bis jetzt 6 Siegen, 3 Unentschieden und nur 4 Niederlagen eine klasse Saison gespielt, hat 26 Tore schon erzielt, ist damit die torgefälligste Mannschaft in Liga 2, aber hat eben auch schon 21 kassiert, was absolut, wenn man sich die Top-Teams sich anschaut, zu viele Gegentreffer sind. Aber es ist eben halt auch ein sehr junges Team und wenn man sich eben die 21 Punkte anschaut und dann ans Tabellenende blickt, wo ein Quartett sich befindet mit Volzberg, Lafnitz, Stripfing und Horn, die jeweils 8 Punkte haben, dann darf man sich doch derzeit relativ sicher sein, dass man mit dem Abstieg ziemlich wenig zu tun haben dürfte. Vor allem auch, wenn die Leistungen ähnlich sein sollten. In den letzten Wochen gab es so ein bisschen einen Hänger. Da war die Performance nicht mehr ganz so gut, weil es gab jetzt in den letzten 4 Partien nur 2 Punkte in Kapfenberg, ein 1-2 zu Hause gegen Lafnitz, ein 2-3 und jetzt eben in den beiden vergangenen Begegnungen zu Hause gegen Bregenz und in Liefering jeweils ein 1-1. Auch hier gab es natürlich zahlreiche Rochaden mit Jungs, die von der U18 schon erste Einsätze bekommen haben im Zweierteam, beziehungsweise eben auch Spiele, die teilweise hochgezogen wurden, wie eben zuletzt ein Tobi Hedl in die Kampfmannschaft oder eben auch Rekonvaleszenten, die dann in dem Zweierteam unter Jürgen Kerber wieder erste Einsatzminuten gesammelt haben. Von daher eben ist auch immer die Rolle des Zweierteams eben so die Schnittstelle zu sein, gewissen Profis aus der Kampfmannschaft wieder Spielpraxis zu geben, wenn dies benötigt wird und dann eben junges Blut auch immer wieder hochzuziehen. Und ich denke mal, das hat hier auf beide Zweierteams eben auch einen gewissen Impact gehabt. Was es neben dem Zweierteams bei Rapid noch zu sagen gibt, das ging ja bei uns jetzt zuletzt auf den Fokus Kampfmannschaft ein bisschen unter, hat jetzt den Platz hier, denke ich mal, gefunden, ist, dass man in der Youth League ja auch vertreten ist, hat man jetzt länger warten müssen, bis es dann endlich losging für die U19 von Rapid, die ja eben dann auch eben auch, weil es gar keine wirkliche U19 im Verein noch was gibt oder bei den Vereinen gibt, zusammengestellt wurde eben aus teilweise Zweierteam, U18 und dergleichen. Und da konnte man sich gegen Braga durchsetzen in der ersten Runde. Nach einem 0-0 in Portugal konnte man sich zu Hause mit 3-2 weiterkämpfen. Man lag dabei jeweils, also zweimal hinten, konnte dann kurz vor der Pause durch Dursun ausgleichen. Und nach dem neulichen Rückstand war es dann in der Rapid-Viertelstunde Silber und Mankan, die Rapid dann noch weitergeschossen haben. Und ist wirklich jetzt schon ein toller Erfolg. In der nächsten, jetzt dritten Runde, geht es dann gegen den FC Basel. Auch da darf man zunächst auswärts antreten. Am 26.11. ist man in der Schweiz zu Gast und am 11.12. erfolgt dann das Rückspiel in Hütteldorf.
da wird dann der Eintritt auch frei sein. Das heißt, jeder, der da mit dabei sein möchte und grün-weißes Blut in sich hat, Anpfiff um 17 Uhr im Allianz-Stadion gegen den FC Basel, um dann vielleicht diese jungen Talente noch weiter eine Runde weiter zu pullen. Ja, pullen wir mal. Ja, Stefan, zum Brüllen ist hier und da vielleicht auch das Tippspiel. Ja. Der No-Go-Tipp der Woche. Da haben wir am vergangenen Wochenende jetzt ja in Anführungszeichen nur zwei Spiele am Start gehabt. Jeweils, wie gesagt, waren unsere Frauenteams im Einsatz. Die Ergebnisse haben wir vorhin schon kundgetan. Eben die Rapid-Frauen 6-0 gewonnen, die Austria-Frauen 0-0. Und das hat vor allem eigentlich der Stuntman genutzt. Der hat nicht das 0-6 genau richtig getippt. Und das Austria-Match mit dem 1-1 immerhin auch die Tendenz richtig hat, damit 7 Punkte eingesammelt und damit einen Sprung von Platz 8 auf Platz 4 nach vorne getan und eben damit Tuchfühlung zur Spitze aufgenommen. Hat dadurch jetzt auch einen halben Tippspieltagssieg mehr auf seiner Habenseite, weil der Flo hat es auch noch genau richtig getippt gehabt und eben dann, wie gesagt, einen Fünfer eingefahren zum Beispiel. Plus noch einen weiteren muss es geben, den ich jetzt aber auf die Schnelle in den Top-Platzierungen nicht finde. Aber das hat man jetzt eben schon mit 1,5 Tippspieltagssiegen. Das heißt, wenn er sich dann noch ganz oben hinschieben sollte, hat er im Moment das Plus auf seiner Seite. Ansonsten war es oftmals so, dass eben 2 Punkte vergeben wurden, weil viele haben eben auf einen Austria-Sieg gesetzt. Aber unser Führender eben, der Patrick, der hat zum Beispiel jetzt eben auch 4 Punkte gemacht, jeweils 2 Punkte bei jedem Match und führt damit das Tableau mit 33 Zählern an vor. David 19-11 mit 31, dem Chris 21 mit 30, dann eben wie gesagt der Stuntman. Dann kommt der Tom mit 27, dann meiner einer, der Schmutten 26, Lukas 19-11, der Durstige Wolf 25, genau, Andi 68 und Veilchen 92, hat er uns ja auch gesagt, Platz 10, 11. Ja, also es ist dann noch relativ eng beisammen. Und Stefan, wir haben ja gesagt, bis diesmal ausgewertet wird, geht es ja noch ein bisschen länger. Genau, bis Dezember, bis inklusive Dezember. Ich bin übrigens 30. Danke, dass du das auch gesagt hast. Dazu 10 Punkte hinter dir. Dazu wäre ich jetzt dann gleich schon noch gekommen. Ja, first things first, wirklich. Auf das gibt es gar nicht. Ich bin im Moment weit oben, deswegen laufe ich da halt mit rein. Okay, das heißt, du musst 10 Punkte wettmachen, damit du entscheiden darfst, wie unser Weihnachtssujet dieses Jahr dann aussieht. Genau, und ich starte in dieser Runde die Aufholjagd und ich bin guter Dinge mit meinen Tipps, die ich jetzt schon gespeichert habe, da Boden auf dich gut zu machen. Gut, dann lass sie uns mal hören. Du liegst hinten und hast dich in letzter Zeit öfters, ich sage jetzt mit Anführungszeichen, beschwert, dass ich dir gewisse Tipps weggeschnappt habe. Deswegen soll ich vorlesen, du platzierst zuerst oder wie wär's dir recht? Machen wir es so, aber ich habe es wie gesagt schon gespeichert. Also mir ist es ich habe es auch schon gespeichert, mir ist es auch wurscht. Okay. Ja, na dann liest du vor diesmal. Gut, also am 22.11. um 18 Uhr gibt es die Partie Rapid 2 gegen St. Pölten. 1-1. Da habe ich auch ein 1-1. Dann okay. Am Samstag, wie schon erwähnt, LASK Linz Frauen gegen die Austria Damen. 0-4. Steht bei mir auch ein 0-4. Am gleichen Tag ist Rapid, die Herrenkampfmannschaft, im Einsatz und zwar um 17 Uhr in Tirol bei der WSG. 0-2. 1-2. Bin ich froh, dass sich schon unterscheidet. Dann am Sonntag. Sonntag, 24. ist die Austria zu Hause gefordert gegen Hartberg. Das heißt, the return of Manfred Schmid. Genau. 3-1. Stefan, 3-1. Ich habe 2-1. Bin auch froh, dass es sich da unterscheidet. Mhm. Und dann eben am Montagabend dann 25.11.20 Uhr SU Schönbrunn gegen die Rapid Wien Frauen. 0-8. 0-8. Okay, der Stefan hat sich da anscheinend orientiert an dem ersten Ergebnis, das es in dieser Saison schon gab. Da hat nicht die Rapid Frauen schon Schönbrunn zu Hause mit 8-0 geschlagen. Und ich sage, es gibt ein 0-6. Okay. Na, bin ich gespannt. Ja, wir sind auch gespannt auf eure Tipps. Wie gesagt, es gibt jeden Monat was zu gewinnen. Diesen Monat
ist sozusagen 2 Monate zusammengefasst. Und Stefan, wie nimmt man teil und was kann man diesen Monat abstauben? Kicktipp.at/no-go, da könnt ihr teilnehmen, euch registrieren und gratis mitmachen. Es gibt jedes Monat was zu gewinnen und es wird nach jedem Monat, außer jetzt im November, dann nehmen wir den Dezember noch mit, auf Null gesetzt. Das heißt, ihr könnt auch während der Saison einspringen, mitspielen und habt auch noch alle Chancen, da Sachen zu gewinnen. In diesem Monat gibt es folgenden Preis, und zwar kriegt ihr von uns eine personalisierte Videobotschaft oder auch schriftlich einen handgeschriebenen Brief, das könnt ihr euch aussuchen, rein theoretisch, wo wir euch zu Weihnachten gratulieren, euch und eurer Familie, und das wird ein Unikat werden, und deswegen ist es auch wert, verlost zu werden, meiner Meinung nach. Definitiv, definitiv. Und wir haben gesagt, schauen wir mal, je nachdem, wie es ist und läuft und sich ergibt, bauen wir vielleicht denjenigen auch noch so ein bisschen in unser Weihnachtssushi ein. Aber das darf dann der Gewinner entscheiden von uns. Genau. Beispiel. Gut, dann war's das vom Tippspiel. Der No-Go-Tipp der Woche. So schaut's aus. Dann gibt es noch ein von meiner Seite letztes Thema, und zwar war die Hauptversammlung von Rapid am vergangenen Samstag. Ich konnte terminbedingt nicht selbst mit dabei sein, aber natürlich aber alle Infos zusammengesammelt. Du hast dich auf den Viola Run vorbereiten müssen, gibt's genau, zu? Das war absolut das Wichtigste. Nein, es war anderweitig eingeplant, und aber vielen Dank an den Patrick, eben auch von unserem Stammtisch und auch von unserem Tippspiel, der Führende, dass er mir hier Infos direkt von der Quelle sozusagen weitergegeben hat. Es wurde ja schon ein paar Wochen vorher, wie es üblich ist, oder ich glaube eine Woche vorher, die gewissen Kennzahlen, finanzielle Kennzahlen bekannt gegeben und Geschäftsbericht veröffentlicht. Da hat man gesehen, dass der Gewinn nach Steuern knapp 200.000 Euro beträgt. Eigenkapital, sieht sehr gut aus mit 21,6 Millionen Euro, und der Umsatz hat im vergangenen Geschäftsjahr 44,3, also fast 44,4 Millionen betragen, ist damit der Umsatz leicht zurückgegangen, und dem Sachen Gewinn, da mal mit Sicherheit große Stücke drauf geben, dass eben der Kühnverkauf so gut gelungen ist, wobei der performt ja in letzter Zeit so gut, dass er seinen Marktwert jetzt angeblich bis um das Zehnfache steigern könnte, und das war eben von Rapid auch schon zu hören, dass es da eine Weiterkaufsbeteiligung gibt, in welcher Höhe die sich bewegt, das ist nicht klar, aber immerhin, wenn es da wirklich der große Rubel rollen sollte, dann wird Rapid hier auch nochmal mit Party zipieren, was natürlich aus meiner Sicht sehr schön ist. Was natürlich auch noch cool ist, dass bis Ende 2024, also jetzt in den letzten Monaten des Jahres, das Stadion komplett getilgt sein sollte. Da ist natürlich sehr positiv. Dann war zuletzt der Rapid Investor eben mit am Start, wo man auch noch neues Geld lukriert hat. Und es gibt noch weitere News eben, dass zum Beispiel jetzt bei den Wahlen es so sein wird, dass eben dann zum Beispiel eben auch Leute, die bei der Versammlung, Hauptversammlung dann und bei dem Wahltermin nicht mit dabei sein können, die Möglichkeit haben, 3 bis 4 Tage vorher dann an ausgewählten Stellen im Stadion vorbeizukommen und dann sozusagen Briefwahl zu machen, also im Stadion schon ihre Stimme dann abzugeben in einem geschützten Bereich, wo man eben dann Mitgliedskarte, Ausweisdaten und so weiter alles herzeigen muss, sodass das Ganze natürlich legitimiert ist. Dann gibt es noch zu vermelden, dass man jetzt erstmals in der Historie über 22.000 Vereinsmitglieder am Start hat. Insgesamt waren es am Veröffentlichungstag 22.028. Von sportlicher Seite hieß es, dass ich finde es irgendwo ein bisschen schade, aber so ist eben das Business, dass mit Ferdi Drolf nicht mehr weiter geplant wird und man ihn ziemlich wahrscheinlich nicht mehr im grün-weißen Trikot sehen wird, weil er war zuletzt ja lange rekonvaleszent. Wie zuletzt war jetzt nicht mehr viel über seinen Gesundheitszustand zu hören, nur dass er sich eben wieder im Aufbautraining befindet, aber so wie das jetzt alles klingt und klang, wird er eben zu keinem Einsatz mehr für zumindest die Kampfmannschaft von Rapid kommen und sich dann im nächsten Sommer die Wege trennen.
Und dann, ja, weil es so ein bisschen gerüchtet wurde, jetzt eben mit neuer Regierung, also in Österreich allgemein, dass da Rapid-Präsident Vrabec vielleicht auch ein Teil sein könnte. Das wurde eigentlich bis jetzt komplett dementiert. Es hieß, dass er zwar irgendwo dann um Meinung gefragt hat und einen gewissen Input dort weitergeht, aber er nicht plant oder angefragt wäre, dass sich da wirklich bei einer Regierung zu beteiligen und dann eben weiterhin auch Präsident von Rapid bleiben wird. Na, hoffentlich kein Sportminister. Na, also wir wissen ja alle, vom Sport hat er jetzt nicht die allergrößte Expertise. Da gibt es andere eben im Präsidium, die diese Agenten treiben und vertreten. Und ja, also ich bin eigentlich guter Dinge, selbst wenn es dazu einen Wechsel käme, dass das ganze Gebilde darunter so stabil ist, mit einem Hofmann, mit einem Katzer, mit einem Knipping, mit einer Hanapi Egger eben als Vizepräsidentin, dass sich da jetzt an diesem gewissen Status quo und dieser doch jetzt Stabilität, die da in Hütteldorf ist und auch dem Vertrauen, was die Mitglieder an den Tag legen, plus jetzt eben auch die jüngste Entscheidung, die, glaube ich, so gut wie jeder gut geheißen hat und dass es da eigentlich ziemlich gut auch in diese Richtung weitergehen würde, wenn der Herr Vrabec dann doch ausscheiden sollte, was wie gesagt nicht der Fall sein wird. Okay, ja, dann danke für den Einblick und für die Zusammenfassung. Dann gibt es von mir auch noch einen letzten Punkt, und zwar meine Wettschulden. Du hast mir ja aufgegeben, die Top 5 Europacup-Highlights oder Spiele oder wie auch immer rauszusuchen. Ich habe das jetzt da nach bestem Wissen und Gewissen erledigt. Okay, und wir sind gespannt. Wollte da aber jetzt auch festhalten, dass ich da keine Wertung vornehmen will, weil ich das anmaßend finde und eigentlich du keinen Europacup verfolgt mit dem anderen vergleichen kannst. Du hast mich auch nicht nach den Erfolgen gefragt, sondern nach den Highlights. Mhm. Und deswegen jetzt vier Stück, die eigentlich sehr erwartbar sind, oder fünf Stück, die eigentlich meiner Meinung nach sehr erwartbar sind und ich sie deswegen nenne und mir da auch ein paar Sachen angesehen habe. Aber wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich viel bessere Experten und Expertinnen, die darüber sprechen können. Ja, in der Saison 84-85 war Rapid im Europapokal der Landesmeister im Finale gegen den FC Everton. Sie haben in Rotterdam gespielt und das 1-3 verloren. Das Tor hat Hans Krankl geschossen in der 84. Minute zum zwischenzeitlichen 2-1. Aber eigentlich gleich im Gegenstoß, wenn man der Zusammenfassung trauen darf, kam dann das 3-1 für Everton und somit haben sie dann den Titel geholt. Ich finde immer ganz lustig, wenn man dann auf die Aufstellungen schaut und ich sage mal im Jahr 84, 85, da kennt man ja schon ein paar Leute im Tor, stand ein gewisser Michi Konsel, dann in der Startelf Heribert Weber, Reinhard Kienhast, Kurt Kager, Karl Brauneder, Leo Leiner, Zlatko Kranjčar, Peter Ristić, wenn ich jetzt irgendeinen Namen falsch ausspreche, bitte sag's mal, Rudolf Weinhofer, für ihn kam Panecker ab Minute 67 und Peter Pakult stand auch in der Startelf, für ihn kam Größe in der Minute 60. Und eben Krankl hat auch noch gespielt im Sturm und der Trainer war damals Otto Baric. Jetzt wollte ich schon sagen Zoran Barisic, aber es war Otto Baric. wenn ihr mehr über dieses Spiel hören wollt, dann könnt ihr euch sehr gerne den ersten Teil unseres Interviews mit dem Peter Pakult anhören, der darüber einiges zu berichten weiß. Und ihr könnt auch gerne das Interview mit dem Michi Hatz anhören. Der hat nämlich auch über das Endspiel in der Saison 95-96 gesprochen. Auch wieder der Europapokal der Landesmeister gibt es ja heute nicht mehr. Da hat man im Finale gegen PSG Paris gespielt, in Brüssel damals am 8. Mai. Und das ging zumindest am Papier ganz knapp verloren durch einen, glaube ich, Freistoß, der so nur alle 100 Mal ins Tor geht. Auch abgefälscht aus der Entfernung und mit dieser Wucht und auch ein bisschen abgefälscht war. Also in der 28. Minute ist da eben das 1-0 gefallen. Genau, die Aufstellung war
eben auch Michi Konsel, diesmal schon Kapitän, nicht mehr Hans Krankl, sondern Kapitän Michi Konsel, trifft von Ivanov, Peter Schöttl, Michi Hatz, dann Gugi, Kübauer, Herraf, Stöger, Marasek, Janka, Christian Stumpf hat gespielt und in der zweiten Halbzeit ist dann statt Stumpf ein gewisser Zoran Barisic aufs Spielfeld gekommen und hat mitgespielt und ein Trainer war damals ein gewisser Ernst Dokkopil und das war so auch in meiner Jugend, wie ich mich für Fußball zu interessieren begonnen hat. Das war so circa die Zeit, wo ich dann auch die Namen gekannt habe und die auch schon wirklich bewusst mitbekommen habe. Ja, das waren jetzt eben schon die zwei Finalspiele, die eben auch, so wie du angekündigt hast, so erwartbar waren. Du hast jetzt eben irgendwo gesagt, Cup der Landesmeister, was ja heutzutage die Champions League wäre, aber es war jeweils ja Cup der Cupsieger, also Cup der Pokalsieger. Cup der Landespokalsieger, Entschuldigung, habe ich falsch gesagt. Ich habe die Pokalsieger gemeint. Okay. War nicht die Champions League. Genau. Und dann, wenn man dann aber jetzt ein bisschen weiter zurückblickt, dann gab es ja vor allem es gab ihn recht lange, ich glaube bis in die 80er Jahre, aber er verlor dann an Bedeutung, gab es den sogenannten Mitropa Cup. Das war eigentlich ein Vorturnier zur heutigen Champions League. Und das hat Rapid 1930 gegen Sparta Prag gewonnen. Es war auch der einzige Mitropa Cup Sieg. Das Hinspiel haben sie 2-0 gewonnen. Die Tore hatten geschossen Johann Lueff und Franz Weselig. Sagen wir beide nichts. Das Rückspiel fand dann in Wien statt. Also das Finale bestand aus Hinspiel und Rückspiel. Auf der Hohen Warte vor 40.000 Zuschauer. Fahnen waren erlaubt, glaube ich. Und das Rückspiel ging 2-3 verloren. Aber aufgrund des Torverhältnisses ist man dann weitergekommen. Die Tore für Rapid schoss ein Matthias Kolosek und ein Josef Sinistik oder so. Wie? Smistik, ja. Smistik auch, dass es Mistik ausgesprochen wird, das kann ich natürlich auch nicht genau sagen. Ein Trainer war damals ein gewisser Edi Bauer. Es war im Mitropa Cup, der 1927 gegründet wurde, übrigens das dritte Endspiel für Rapid bereits, aber eben erst das vierte Endspiel im Mitropa Cup selbst. Das heißt, Rapid war zum damaligen Zeitpunkt von 4 möglichen Finale dreimal im Finale und konnte es dann endlich 1930 einmal gewinnen und bis zum Zweiten Weltkrieg konnte den Mitropa Cup aus österreichischer Sicht übrigens die Austria zweimal gewinnen. In der Saison übrigens Rekordtorschütze wird wahrscheinlich einigen Leuten was sagen von Ambrosiana Mailand ein gewisser Giuseppe Meazza. Tust du mich da jetzt kontrollieren, indem du da Wikipedia oder was aufschlägst, während ich erzähle? Das ist ein Wahnsinn. Ja, und dann jetzt kommen wir zum vierten Highlight. Mhm. Ich gehe wieder in die Jetztzeit und da habe ich mir ausgesucht Rapid gegen Vaduz in der Saison 22-23. Ihr könnt euch gerne alte Folgen anhören. Wir haben das Spiel da regelmäßig und sehr lange auch diskutiert und analysiert. Das heißt, ich würde jetzt da nicht gerne ich gehe jetzt da nicht so gerne jetzt auf die Spiele ein und auf die Spielzüge. Das könnt ihr alles im Internet sehen. Das ist ein relativ neues Spiel. Also da gibt es noch ausführliche Highlights auf YouTube, was ich so gesehen habe und auch viele Berichte. Ohne Bezahlschranke übrigens. Man hat da 1-1 in Vaduz gespielt. Vaduz, ein Liechtensteiner Verein aus der zweiten Schweizer Liga. Und man hat dann 0-1 in Hütteldorf verloren. Warum nehme ich das jetzt? Das ist jetzt da gar also natürlich auch mit einem bisschen einem schelmischen Grinser, aber in Wahrheit war ja das irgendwie der Anstoß zur Entwicklung von Rapid heute und war ja ohne Vaduz würde es wahrscheinlich einen Robert Klaus nicht geben, würden die Rapid-Fans gerade nicht so euphorisiert sein und das ist für mich jetzt da ganz ironiefrei ein schönes Beispiel, dass man durch Niederlagen auch Sachen zustande bringt, die einen dann quasi positiv in die Zukunft blicken lassen können. Also man braucht oft einen Schritt zurück, um 2 Schritte vorzumachen. Deswegen habe ich das in die Top 5 Highlights auch mit aufgenommen. Ja, also ich war halt damals jeweils live mit dabei, sowohl in Liechtenstein als auch dann zu Hause. Und ich glaube,
viele können es auch immer noch nicht verstehen, wie das damals so gekommen ist, aber das ist eben halt wieder mit ein Beispiel, wenn man den Gegner unterschätzt und eben nicht, wie man es jetzt in der Saison oftmals schafft, zumindest im Großteil des Spiels an die 100% zu kommen, beziehungsweise sogar etwas drüber, dann kommt da eben solche Geschichten dabei raus. Genau, weil ohne dem Spiel, ich meine, dass der Platz, also der Sturm der VIP-Logen dann entbehrlich war, da sind wir auch einer Meinung, aber Christoph Peschek ist dann zurückgetreten als Geschäftsführer, es wurde der Weg frei zu einer neuen Präsidentenwahl mit Steffen Hoffmann an der Spitze. Ich will da jetzt nicht Rapid erklären, aber du weißt, worauf ich hinaus will, dass das quasi der Stein des Anstoßes war. Ja, es hat auf jeden Fall einen großen Impact gehabt, ja. Genau, und auch ein bisschen vielleicht weg von der Freundl-Wirtschaft, wobei, wenn man sich jetzt den Mackie Katz anschaut, den Steffen Hoffmann, sind noch immer Rapid-Legenden, die da am Schalter sitzen, aber die verstehen offensichtlich etwas von ihrem Handwerk. Es sieht derzeit so aus und ich hoffe natürlich, dass es dementsprechend auch weiter in diese Richtung geht. Genau, dann kommen wir jetzt schon zum letzten Highlight und das ist eigentlich der zweite Titel von Rapid Wien, wie sie damals noch geheißen haben, beim Mitropa Cup, der aber im Jahr 1951 als Zentropa Cup ausgetragen wurde, eine Abkürzung für Zentraleuropa und da konnte sich Rapid durchsetzen und gewinnen und zwar spielten da aber allerdings nur vier Mannschaften mit, nämlich neben Rapid spielt auch Wacker Wien mit, heutiges Admira Wacker, das ist ja dann fusioniert, Dynamo Zagreb und Lazio Rom. Und aus den vier Mannschaften konnte sich dann Rapid durchsetzen. Alle Spiele wurden übrigens im Praterstadion oder heutigen Ernst-Happel-Stadion ausgetragen. Aber lustig ist halt, bei den ersten Halbfinale zwischen Wacker Wien und Dynamo Zagreb waren 26.000 Zuschauer. Beim zweiten Halbfinale zwischen Rapid Wien und Lazio Rom waren auch 26.000 Zuschauer. Rapid konnte übrigens 5:0 gewinnen. Und dann beim Finale zwischen Rapid und Wacker Wien waren nur 9.000 Zuschauer. Also das österreichische Duell oder der Finaltag selbst war anscheinend dann nicht mehr so interessant. Nichtsdestotrotz, Rapid hat 3:2 gewonnen, die Tore schossen Gerhard, Probst und Happel. Und wer sich jetzt fragt, warum da nur vier Mannschaften waren, da gibt es natürlich auch eine Erklärung dafür. Man wollte eben nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ein länderübergreifendes Fußballturnier veranstalten und den Mitropa Cup wiederbeleben. Das war dann auch in der nächsten Saison der Fall. Da hieß der Mitropa Cup wieder Mitropa Cup, aber eben in dieser Saison, da war es eben der Zentropa Cup. Und es waren deswegen so wenige Teams dabei, weil die Fußball-Weltmeisterschaft 1950 in Brasilien durchgeführt wurde und der brasilianische Fußballverband wollte dann auch eine Weltmeisterschaft für Vereine machen und hat deswegen viele europäische Vereine, darunter übrigens auch die Austria, eingeladen, dort teilzunehmen und deswegen waren wenig oder haben viele Vereine dann eben im Zentropa Cup abgesagt und vier sind übergeblieben. Der Mitropa Cup übrigens, den gab es dann noch ziemlich lange, war aber dann immer unbedeutender, weil nach Gründung der UEFA eben Europacup der Pokalsieger, Europacup der Landesmeister und so weiter, solche Turniere eingeführt wurden und immer weniger Interesse eben am Mitropa Cup bestanden hat. Das waren meine Top 5 Highlights. Was muss ich nächste Woche recherchieren, lieber Markus? Ich sage erstmal an dieser Stelle vielen Dank, Stefan. Feedback dazu gerne an uns, an den Stefan dann natürlich auch, wie ihr das Gutes gefunden habt. Mir hat es gut gefallen, Stefan. Deswegen, danke. Wie gesagt, vielen Dank. Und eben nicht, weil ich gesagt habe, Erfolge, sondern eben Highlights, da irgendwo dann Vaduz mit reinzunehmen, jetzt aus heutiger Perspektive, kann man, wenn man es natürlich als erstes hört, dass du sagst, oh, und Nummer 4 kommt, war Dutz, da denkt man schon, na, dieser scheiß Austrianer. aber so wie du es dann irgendwie. Ich versuchte fair zu bleiben. So wie du auch erläutert hast, kann man es schon nachvollziehen. Nicht etwas, kann man schon nachvollziehen. ja, und falls ihr uns auch wissen lassen wollt, was ihr davon haltet, könnt ihr natürlich gerne über Social Media euch bei uns melden, beziehungsweise auch gerne auch per E-Mail. Genau, an nogo.wien@gmail.com. Und übrigens, weil das ja gerade so im Trend ist, wir sind schon sehr lange auf Blue Sky und posten dort regelmäßig.
Genau. Und wir haben zum Beispiel auch gerade letzte Woche ein großes, langes Mail vom Wolfgang gekriegt. Vielen Dank und liebe Grüße, der in seinem Betreff geschrieben hat, etwas von Kurzresümee. Und dann war das Mail doch wirklich ellenlang. Es sollte deswegen überhaupt nicht negativ sein, sondern echt super. Vielen lieben Dank für die Mühe und das lange und wirklich kostbare für uns Feedback. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch Hörern hören. Oder zumindest lesen. Gut. Ja, bezüglich nächster Woche hätte ich gerne von dir eine Recherche bezüglich Franz Binder. Rapid-Legende Franz Binder. Über seine Karriere, vor allem natürlich Fokus Rapid-Zeit, auch wie es zu seinem, denke mal, heute wirklich nicht mehr alltäglichen Spitznamen gekommen ist. Und, Bimbo? Ja, genau, Bimbo Binder. Und ja, ich bin schon gespannt, was du diesbezüglich alles ausgräbst. Krieg haben wir ja auch schon teilweise ein Thema. Haben wir ja auch schon teilweise gehört von mir, aber werde ich natürlich mit großer Freude machen. Wunderbar. Und dann an der Stelle, wer auch noch viel über Historie oder Rapid-Historie wissen will, beziehungsweise auch Austria-Historie, es gibt das Austria-Archiv, es gibt das Rapid-Archiv. Die Seiten, wenn man recherchieren will, sind immer empfohlen. Und wer vielleicht auch Bewegtbildmaterial sehen wird, der YouTube-Kanal vom Harald Gazetta ist sehr zu empfehlen. Dort finden sich wirklich immer wieder Kuriositäten, tolle Fundstücke aus der vergangenen Zeit, gerade irgendwie auch die alten Sachen, weil heutzutage sind leider die Verbände und Teams und Ligen so dahinter, gewisse Materialien zu löschen, aber die alten Sachen finden sich da sehr cool und wenn man da auch mal recherchieren will, bzw. Einblicke haben will in solche alten Highlights von eben, das Stefan teilweise auch erzählt hat, wird man da sehr gut fündig und deswegen dann auch liebe Grüße an den Harald. Auch schöne Grüße von mir. Immer wieder faszinierend die Sammlung von ihm. Ja, Stefan. Markus, wir haben es wieder mal geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Sagen wir vielen lieben Dank an euch wieder fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch nächsten Dienstag dann wieder dabei seid. Müssen wir noch schauen, mal jetzt diesmal damit rauskommen mit den ganzen Materialien und schneiden, dass der Stefan hauptsächlich vor sich hat mit alles, was da eben reingehört. Und freuen uns, wenn ihr dann wieder mit am Rohr seid. Wünschen bis dahin eine gute Woche. Und drücken natürlich Stefan unseren Teams ganz fest die Daumen und versuchen sie zum Sieg zu sehen. Genau, so ist es. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Macht es gut. Baba. Ciao. Tschüss.